Hallo, heute möchte ich mit euch mal mir ein paar Add-ons anschauen, die ich ganz sinnvoll halte, die ich für ganz sinnvoll halte. Und zum Hintergrund, erstmal habe ich die Seite von der zentralen Datenschutzstelle der Baden-Württembergischen Universitäten aufgemacht. Wie mitteilsam ist Ihr Browser? Klar, IP-Adresse ist logisch. Ich habe jetzt mal hier gefaked. Aber das ist logisch, mein Rechner kommuniziert ja mit einem anderen Rechner, das heißt, irgendeine IP-Adresse muss er kennen. Wenn ich kein VPN oder ähnliches nutze, ist das die IP-Adresse, die ich von meinem Provider bekommen habe. Hier, ich mache es mal noch ein bisschen größer. Hier steht so der sogenannte User Agent String. Der sagt zum Beispiel, ich habe hier ein Ubuntu Linux. Stimmt fast. Also Linux Mint basiert ja auf Ubuntu. Mit der Gecko Engine und es ist ein Firefox 94. Ja, das kann man gut finden oder nicht. Ich halte das schon für einerseits verständlich. Der Webentwickler möchte gerne wissen, mit was für Systemen kommen die Leute und ich möchte meine Webseiten entsprechend gestalten und da die Browser Unterschiede haben in der Behandlung von HTML. Gibt es den einen oder anderen Entwickler, der sagt, ja, dann brauche ich halt auch, muss ich halt wissen, welcher Browser kommt, damit ich ihn dann auch richtig bedienen kann. Ja, ein bösartiger Nutzer oder ein bösartiger Webseitenbetreiber sagt auch danke, aber im anderen Sinne, weil der kann dann eben gucken, okay, Firefox 94, Linux, Ubuntu Betriebssystem, was für Schwachstellen gibt es da und wie lassen die sich ausnutzen? Und kann das automatisiert beim Aufruf der Seite dann ausführen lassen. Ja, was gibt's noch über mich? Also, welche Sprachen sind eingestellt? Von wo bin ich gekommen? Also die Seite, wo ich den Link drauf geklickt habe. JavaScript ist zugelassen. Ich habe eine sehr krude Bildschirmauflösung. Das liegt an dem Videoformat, weil ich ja rechts noch diese Spalte habe. Farbtiefe und so weiter, Größe des Browserfensters. Also es gibt schon einiges, was mein Browser so mitteilt. Ich habe jetzt mal noch eine andere Seite vorbereitet, Cover Your Tracks von der Electronic Frontier Foundation. Und die schauen, wie einzigartig mein Browser ist, anhand der Informationen, die mein Browser liefert. Und der sagt jetzt hier, also den Browser, den ich so, wie ich ihn eingerichtet habe und so, wie er mitteilt, was er alles hat, ist eindeutig. Das heißt, auch wenn ich die IP-Adresse wechsle, würde man mich wiedererkennen anhand von diesen Browsermerkmalen. Ja, und hier sind eben verschiedene Elemente drin, wonach sie geguckt haben, eben wieder nach dem User Agent, welche Browser-Plugins, welche Timezone, also welche Timezone. Genau, auch die Screen Size, die ist natürlich sehr eindeutig. Welche Schriftarten sind bei mir auf dem System hinterlegt? Sind Cookies? Also ihr seht schon, das sind ein Haufen Elemente. Hier dieser Canvas Fingerprint, mit dem man auch versuchen kann, sehr eindeutig einen Browser zu bestimmen. Aber es gibt noch mehr Fingerabdrücke. Könnt euch die Seite mal gerne anschauen. Also mein Browser ist offensichtlich, so wie er sich im Internet jetzt präsentiert, sehr eindeutig. IP-Adressen, Wechsel, VPN und so weiter würde nichts daran ändern, dass man immer wieder feststellen würde, das ist dieser Browser und vermutlich auch derselbe Nutzer. Was kann ich dagegen tun? Na, das Erste ist, ich könnte so einen User Agent Switcher installieren. Den kann ich mal zum Firefox hinzufügen. Hinzufügen, in privaten Fenstern erlauben. So, dann habe ich hier einen User Agent Switcher und der bietet mir jetzt die Möglichkeit, mich als was anderes auszugeben. Er schlägt jetzt hier Unmengen vor an Browsertypen, Betriebssystem und so weiter. Ich kann hier auswählen, ob ich Internet Explorer, Safari, Vivaldi, was weiß ich sein möchte, welches Betriebssystem ich haben möchte.
sogar Android und Apple und so weiter. Und so kann ich meinen User Agent verändern. Ich sage zum Beispiel, ich bin ein IE10 auf Internet Explorer 11 auf Windows 7. Sind wir gespannt, ob das schon so geklappt hat. Und sieh einen an, ich habe auf einmal ein Windows NT. Also das heißt, dieser User Agent Switcher, der sorgt einfach dafür, dass hier mein Browser eine andere Kennung sendet. Das kann im Einzelfall, vor allem wenn man zu alte Versionen hat, zu Problemen führen oder eben zu Darstellungsfehlern, wenn Webseiten sehr genau produziert wurden. Aber im Regelfall sollte es keinen Unterschied in der Darstellung machen und es führt einfach dazu, dass praktisch, wenn Schadcode kommt, er vermutlich für einen falschen Browser gesendet wird. Empfehlenswert ist hierbei noch zu beachten, dass es derzeit zwei große Browserfamilien gibt. Es gibt einmal den Firefox und es gibt die ganze Familie um Chrome, Chromium, Vivaldi, der neue Edge von Microsoft und so weiter. Die basieren alle auf der Blink Engine vom Chrome. Und ich würde, also wenn ich jetzt was vortäuschen möchte, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ich in Firefox bin, dann melde ich eher, dass ich ein Chrome oder Chrome-artiger bin. Und wenn ich ein Chrome habe, dann melde ich halt, dass ich in Firefox bin. Dann gibt es auch die Apple-Familie und so weiter. Das ist natürlich auch okay. Aber es bringt jetzt, glaube ich, sicherheitstechnisch wenig, wenn ich jetzt statt Chrome, Chromium oder Vivaldi oder was weiß ich einstellen würde. Ja, ein zweites Tool, was recht wichtig ist, ist ein Adblocker. Und zwar nicht unbedingt, um die Anzeigen herauszufiltern, sondern um Tracker herauszufinden. Also viele Webseiten haben einfach Dienste eingebunden. Und zwar dieselben Dienste. Und diese Dienste sind dann in der Lage, eben zu sehen, ah, ich war auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite und auf der Seite. Und wenn ich so einen Adblocker drin habe, dann können diese Tracker das halt nicht unbedingt sehen und der uBlock, der blockt richtig was weg. Es gibt da bekanntere vermutlich Adblocker, die deutlich weniger wegblocken. Also für Recherchen würde ich auf jeden Fall einen Adblocker wie uBlock drin haben. Auch der lässt sich sehr einfach installieren. Hinzufügen, in privaten Fenstern erlauben und okay. Und dann seht ihr schon hier, kommt da. Und jetzt kann ich hier mit diesem Knopf an- und abschalten. Ich könnte auch noch genauer steuern, indem ich sage, dieses Skript ist erlaubt, dieses Skript ist nicht erlaubt. Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video. Aber aktuell einfach Standard ist schon gut. Und wenn es bei der Seite wirklich Probleme gibt, kann man es einfach hier abschalten. Dann hatten wir es ja vorhin schon, diesen Canvas Fingerprint. Da gibt es zum Beispiel dieses Add-on Canvas Defender. Und der blockt jetzt nicht das Fingerprinting, sondern der tut praktisch ein Grundrauschen einstreuen, sodass ständig falsche Canvas-Fingerprints erstellt werden und man einfach nicht erkennbar ist. Den würde ich auf jeden Fall auch mit hinzufügen. Dann ist man über diesen Weg einfach auch nicht mehr so leicht zu identifizieren. Genau. Egal, ist jetzt ja nur eine Demo-Maschine. Genau, hier gibt es eben bei IONOS noch eine ausführliche Information, was Canvas Fingerprinting macht. Und im Endeffekt sieht man, dass hier eben auch alles Mögliche verwendet wird. Also zum Beispiel die Grafiken, Logos, Buttons inklusive Text zu kreieren. Also mit JavaScript wird es eben versucht zu kreieren. Und das hängt dann eben von. Wie das funktioniert, hängt halt vom Betriebssystem, Browser, Grafikkarte und so weiter ab, so dass das halt recht eindeutig ist. Und mit diesem Canvas Defender wird da einfach ein entsprechendes Rauschen eingestreut. Location Guard, einfach um meine geografische Informationen eben auch abzuschotten.
Kann man auf jeden Fall auch hinzufügen. Das mag ja schön sein, wenn man privat was sucht, aber so, jetzt weiß auch keiner mehr, wo ich bin. Und worüber man nachdenken kann, wenn man jetzt so viel Sicherheit und Nichterkennbarkeit und so drin hat, ob man dann einfach sowas wie I don't care about Cookies hinzufügt, das dann versucht, diese Banner wegzuklicken und im schlimmsten Fall halt ja sagt, aber das einfach versucht, hier diese nervigen Cookie-Banners dann automatisch zu beantworten. Ich habe das jetzt wirklich eine Weile lang getestet, funktioniert recht gut. So, ich habe es nur ein- oder zweimal abschalten müssen, weil eine Webseite nicht geladen hat. Bei der Zeit kann man das jetzt sehr schön sehen hier. Bei denen dauert es jetzt relativ lange, bis was passiert, aber im Endeffekt boom, weg. Bei den meisten Sachen geht es viel schneller und man muss sich da einfach nicht drum kümmern. Aber Zeit ist schön, um es zu demonstrieren. Ja, was man auch installieren kann, ist natürlich so ein NoScript, der einfach mal alle JavaScripte abschaltet und man dann ganz genau sagt, okay, dieses JavaScript möchte ich und dieses nicht. Das Problem bei der Geschichte ist halt, das muss man ernsthaft betreiben. Also man muss dann wirklich am Anfang ein, zwei Wochen seinen Browser trainieren und sagen, das will ich nicht. Und wenn man das nicht macht, sondern dann halt vor lauter Genervtheit immer sagt, ja, zulassen, ja, zulassen, ja, zulassen, dann kann man es auch gleich weglassen. Also das muss man, da muss man sich bewusst sein, ich brauche dann ein, zwei Wochen und muss dann genau sagen, okay, das lasse ich zu und das lasse ich nicht zu. Und dann ist NoScript eine feine Sache. Aber das muss man wirklich wollen. Aber man schützt sich halt gegen ganz schöne viele Schwachstellen. Und zu guter Letzt, was man auch machen kann, ist, sich so Container zu installieren, sodass man sagt, hey, okay, ich habe hier einen Container für Facebook, ich habe hier einen Container für Twitter und dann kriegen die beiden Container definitiv keine Auskunft zueinander. Ich glaube, es ist darüber sogar möglich, mit demselben Browser sich zweimal irgendwo anzumelden, solange es in unterschiedlichen Containern ist. Also, ja, sicherlich eine feine Sache, muss ich aber selber auch noch genauer testen, wie das genau abläuft. Aber ich halte es zumindest für eine gute Sache, sodass ich das hier noch erwähnt haben wollte. Ja, also, das war's dann für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.